Sachsen Dani wird Ihnen präsentiert von Hairsun, Ihre Spezialist für Hair Colors and Cut, Hair Extensions und Wimpernverlängerung. 2 Minuten vom Bahnhof SBB zu Basel. Ja, yeah, sensationell, grüezi miteinander. Ich bin bei den Pumpernickel gelandet und jetzt brauche ich den Thomas, er kommt gerade hinten führen. Du wisst nicht, um was es geht, ich weiss es auch nicht, aber ich habe gehört, Pumpernickel, die machen sich nicht nur bereit für die Fasnacht, sondern die machen den Höllenfetz. Jawohl, wir machen am 7. Dezember, im Vätertag in Allesheim, machen wir eine Apres-Ski-Party. Es ist eigentlich die einzige Schneebar, weit und breit, was geht, also mit echtem Schnee. Jetzt hast du ja schon eigentlich den Obergag verraten. Sag mal, wie kriegen du den Schnee hier an? Und was baut ihr denn damit? Das bleibt unser Geheimnis. Es gibt oft eine riesen Schneebar. Okay, dann nehme ich aber an, wenn ein Guggen Fest macht, dann gibt es auch Musik. Wie sieht es in dieser Richtung aus? Jawohl, es spielen 3 Guggenmusik, es spielen Trottwaschlurbi aus Lörrach, es spielen Mädfrauenle und es spielen die dritte, Oka, Pumpernickel selber spielen. Okay, das hat er gerade gesagt, jetzt möchte ich gerne noch schnell den Mayo haben. Sag mal, die haben jetzt gerade verproben, ja. Wir sind am Aufwärmen. Wie sieht es sonst aus? Sind wir auf Kurs? Eigentlich schon, ja. Wir üben jede Mendung. Ich schleife sie ein bisschen, aber das kommt. Was heisst denn schleifen in einer Gucke? Ich meine, eine Gucke muss ja retzen, sie muss schräg tönen. Wie schleift man eine Gucke? Es ist einfach in der Probe, dass ein Stückchen nach dem anderen probt wird. Und dort, wo es noch ein bisschen schräg tönt, schauen wir, dass es ein bisschen besser wird. Gut, dann komm, schauen wir schnell, ich frage jemand anders. Was heisst das, wenn er sagt, er schleift euch? Ja, ein Stückchen spielen, bis sie klappen. Bis sie klappen? Was hast du für Probleme an der Fasnacht? Ich sehe, die Lippen sind jetzt schon ein bisschen fein. Ich habe wahrscheinlich ein Leberproblem, wie jedes Jahr, aber sonst wird es wahrscheinlich schon gut, ja. Okay, und das vor allem nach der Après-Ski-Party hier von der Pumpernickel. Das auf keinen Fall verpassen im Vätertag. Und jetzt hoffe ich, du bringst dich gerade nochmal schnell rein. 1, 2, 3, ab die Post. Gut. Nächstes Stückchen. Tambouren. Vorwärts. Marsch.